Das Leben ist eine Diskokugel. Das klingt nach Saturday Night Fever oder Las Vegas. Und irgendwie ist es doch auch so. Was macht das Leben aus? Und was braucht es, damit wir gut durchkommen? Mein Ziel war es schon immer, weiser zu werden. Damit meine ich, mich weiterzuentwickeln. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass nach Fortschritten auch immer wieder Rückschritte oder oft sogar auch krasse Rückschläge kommen. Hatte ich irgendwo eine Tür zugeworfen, eine Störung abgelegt, da ging schwupps, nach kurzer Zeit, wie bei Alice im Wunderland, irgendwo eine neue Falltüre auf. Schauen wir uns ein Beispiel an. Eine Freundin berichtete mir stolz, dass sie ihre Depression endlich besiegte. Und nach ein paar Wochen meldete sie sich und meinte, ihr Therapeut stellte fest, dass sie eine bipolare Störung hat. Und sie war darüber ziemlich zerknirscht. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Da brauchte sie Jahre, um aus dem Keller der Depression zu kommen. Die dunklen Wolken waren endlich verschwunden. Der Dauerregen hatte gestoppt und da kommt dieser neue Mist angeflogen. Noch ein Beispiel. Kennen Sie Menschen, die ihre Laster mit anderen Lastern bekämpfen? Während meiner Arbeit beim Rauschgiftdezernat traf ich immer wieder Menschen, die ihre Heroinsucht bzw. die Auswirkungen mit Kokain bekämpften. Oder umgekehrt. Und mir selbst geht es regelmäßig mit dem Abnehmen so. Kaum halte ich mich mal und esse vernünftig und treibe genug Sport und auf einmal sind die Kilos wieder da. Lassen Sie uns hier noch etwas bohren. Sollte es nicht möglich sein, wenn wir uns nur mächtig ins Zeug legen, dass wir uns krass zum Besseren verändern? Zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören oder früher ins Bett, so geregeltere Lebensgewohnheiten annehmen und unsere Störungen und Defekte ablegen. Einfach etwas ruhiger werden oder erfolgreicher oder was Sie wollen. Wir haben Bilder im Kopf, Bilder, die wie Utopien sind und die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Wir leben in Bildern, die nicht passen. Und was nicht passt, verursacht Stress. Es hakt und klemmt. Wir leben in einem Dauerdilemma, weil wir unerreichbare Ziele definiert haben und fest daran glauben, dass wir sie erreichen können, wenn wir nur noch mehr Gas geben. Natürlich dürfen Sie sich Lebenspläne und Wünsche so hoch stecken, wie Sie wollen. Davon spreche ich hier nicht. Ich erzähle hier von der Realität in uns drinnen. Hier kommt noch ein Beispiel zur Verdeutlichung. Sie gehen davon aus, dass Sie ein netter, sympathischer Mensch sind, der beliebt ist oder nice looking sind und bei Ihrem Chef gut ankommen. Das denken doch die meisten, oder? Dabei fällt es doch schwer, schon die kleinsten Kleinigkeiten der Umgangsformen durchzuhalten. Und kennen Sie diese dauerfreundlichen und grinsenden Leute aus dem Fernsehen oder Rundfunk? Wenn die Kameras aus sind, entgleiten ihnen oft die Gesichtszüge. Was ich sagen möchte ist, dass wir uns doch alle verstellen. Wir sind Schauspieler und nur den wenigsten ist es vergönnt, authentisch zu sein und trotzdem gut anzukommen. Das sind dann so Megastars wie Marlon Brando oder vielleicht der alte Mann und das Meer. Kommen wir zum Fazit. Das Leben ist eine Diskokugel. Und ich finde, dieser Vergleich ist so passend wie ein Bullseye. So eine Diskokugel mit ihren vielen Spiegelchen glitzert und flimmert, wenn das Licht drauf knallt und ist in der Dunkelheit trotzdem nicht zu erkennen. Unser Dasein ist wie diese Kugeln. Es gibt sie in groß und klein. Manche drehen sich sogar.
Die Kunst im Leben ist es, die Mosaikspiegel sauber zu halten. Dann strahlen wir wie die Leute in dieser Tanzshow oder wie ein Hollywood-Star auf dem roten Teppich. Wenn Sie sich Ihrer persönlichen Disco-Kugel gewahr werden, dann erkennen Sie, dass manche Spiegelflächen trüb und dreckig sind. Das ist ganz normal. Alles setzt Staub an. Sie fangen an zu putzen und zu wienern. Das wäre dann so eine Art Selbstoptimierung oder Reflexion. Eigentlich ein sehr guter Vorgang. Sie wollen, dass Ihre Disco-Kugel sauber ist und funkelt wie ein Diamant. Es gibt da nur ein Problem. Sobald wir auf der einen Seite alles blitzblank haben und uns freudig der anderen Seite zuwenden, fangen die Spiegelchen auf der vorangegangenen Seite sofort an, wieder schmutzig zu werden. Das ist der Moment, wo manche anfangen, durch ihr Leben zu rennen und immer schneller werden und am Ende aus der Kurve fliegen. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass es unmöglich ist, alle Mosaikspiegel unserer Disco-Kugel sauber zu halten. Und da kommen wir auch schon zum Geheimnis. Die ganze Selbstoptimierung funktioniert nur, wenn Sie das verstanden haben. Ihr Dasein, also Ihre Disco-Kugel, wird nie perfekt glitzern. Vielleicht ist das frustrierend und Ihnen fallen Menschen ein, wo es den Anschein hat, dass es dort klappte. Sehr wahrscheinlich ist das nur Blendwerk oder kurzfristiges Glück oder diese Leute haben halt nur diese Spiegelflächen geputzt. Ganz wichtig, eine perfekte Kugel gibt es nicht. Deshalb ändern Sie nur, was Sie brauchen und behalten Sie Störungen oder geliebte Laster, mit denen Sie gut klarkommen und genießen Sie Ihre Unvollkommenheit und Ängste. Haben Sie keine Bilder und Utopien im Kopf, aber träumen Sie ruhig und finden Sie die für Sie richtige Mischung auf Ihrer ganz persönlichen Disco-Kugel. Und halten Sie nur diese Spiegelsteinchen sauber. Mehr geht leider nicht. Deshalb probieren Sie es aus und finden Sie raus, welche Flächen an Ihrer Disco-Kugel für Sie elementar wichtig sind, um gut durchzukommen.